Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Das Erwachen, nee, die komplette Saga, so, für den PC. Wir sind so gut wie mit Episode 1 fertig, uns fehlt noch ein Level und darum werden wir uns in diesem Part kümmern und dann geht's ab dem nächsten Part also los mit Episode 2. Wir waren also beim letzten Mal bei der Eroberung des Palastes. Und meine Fresse, war das ein langes Level. Und jetzt kommen wir zum Finale. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mit Qui-Gon rein. Darth Maul. Es gibt noch ein Bonus-Level hier. Und wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das stimmt. Aber ich glaube, den schaltet man frei, wenn man alle goldenen Steine in einem Level sammelt. Da werde ich mich aber nochmal entsprechend informieren. Das bedeutet, dass wir die dann jetzt nicht direkt spielen werden. Weil ich kann das noch gar nicht. Ich habe noch gar keine Leute von der dunklen Macht freigeschaltet. Ich habe noch keine mit Thermal. Oh, da musste ich niesen. Habe ich mich rechtzeitig ganz schnell gemutet. Hi. Und ja, also es geht einfach momentan noch nicht, diese goldenen Steine zu bekommen. Und ich kann die Multiplikatoren noch nicht freischalten. Das heißt, die Jedi-Leiste voll zu kriegen, wäre nochmal ein richtig nerviges Gegrinde. Und darauf habe ich jetzt auf jeden Fall auch noch keine Lust. Deswegen denke ich mal eher, dass wir jetzt erstmal die 6 Episoden durchspielen. Dann sollten wir fast, oder alle... Oh! Dann sollten wir alle oder fast alle Charaktere haben. Und dann können wir das zum Abschluss des Projektes noch in Angriff nehmen. So, wir gehen jetzt also Darth Maul fertig machen. Auf geht's. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 6. Darth Maul. Eine sehr coole Stelle im Film. Anakin Skywalker hat die Droidenarmee der Handelsföderation vernichtet. Aber im königlichen Palast tobt immer noch ein erbitterter Kampf. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi müssen sich noch einem Gegner stellen. Wie kann das nur sein? Sorry, dass gerade nochmal diese Geräusche kamen. Ich musste mich nochmal muten. Ich fange hier... Es ist ganz schlimm. Immer wenn ich kurz nach dem Aufnehmen direkt anfange, was aufzunehmen... Dann schlagen irgendwie irgendwelche Allergien von mir zu. Jedes Mal. Oh yeah. Okay, hier haben wir den Boss. Wir haben keine Fernkämpfer. Das ist jetzt äußerst ätzend. Oha. Oh, oh, das sind ja Druiden. Die habe ich gar nicht gecheckt. Also, dass es Druiden sind, habe ich irgendwie gar nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre nur freundliches Zeug, was da rauskommt. Aber was ist das denn hier? Das ist schon mal nicht, wie ich jetzt gerade erhofft hatte, ein Flugzeug. Nee, es ist gar nichts. Was hier nochmal? Da kommen auch nochmal Druiden raus. Eieieiei. Nicht sterben, Bruder. Und hier ist auch wieder sowas. Womit ich aber nicht interagieren kann. Okay. So, Darth Maul. Wir haben da noch was. Das bringt aber nicht wirklich was, das zu aktivieren. Okay. Ja, ich werde mal hier das Zeug zurückschießen. Ah ne, ich kann es nicht zurückschießen. Ich kann es wirklich nur abwehren. Okay, wie komme ich denn hier dann am besten... Ah doch, ich kann es zurückschießen. Oh, nicht runterfallen. Ja, manchmal funktioniert es mit dem Zurückschießen so wie jetzt. Okay, den einen muss ich hier noch... Den muss ich noch kontern. Ich wollte gerade sagen, dann passiert bestimmt was. Und es tut es tatsächlich auch! So schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. Hä? Okay. Hat irgendwie nicht funktioniert. Bäm! Jetzt brauche ich HP. Oh scheiße, und jetzt kommen die Typen wieder. Okay, das wird mein Tod sein. Okay, hier, komm, schieß mich ab. Nicht angreifen. Falsche Richtung. Ich krieg's gerade irgendwie nicht gerade zurückgeschossen.
Woran liegt das? Oh, nein! Und das Blaue ist runtergefallen. Oh. Okay, ich muss drücken, wenn das Ding erst ankommt. Dann schieße ich es gerade zurück. Hä? Was war das denn? Warum hat der den Sprung nach vorne gemacht? Ich habe nach hinten gedrückt. Okay. Den Jedi-Ritter kann ich hiermit vergessen. Oh. So, ich wurde kurz unterbrochen. Frisst das? Ich könnte das Herz da drüben... Nein, kann ich nicht. Okay, also nochmal das Ganze. Hab ich's geschafft? Nee, einer lebt noch, dammit. Ja, und Obi-Wan, Qui-Gon macht halt wieder nichts, aber... Naja, damit muss ich leben. Lässt er jetzt wenigstens die Brücke wieder fallen? Fuck you. Also ja, er lässt sie fallen, aber nicht ganz so, wie ich mir das erhofft habe. Danke. Was haben wir hier? Oh, den Schalter wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken. Ich wollte das hier zusammenbauen. Es läuft gerade echt alles schief. Irgendwie. Ich werde gerade im Minutentakt unterbrochen, aber ist alles cool. Ich bin hier. Ich habe jetzt auch gesagt, bitte nicht machen. Mann! Ah! Ah! Nein! Ich will mir unbedingt gleich Darth Maul leisten können, ja? Also baut mir hier keine Oh. Okay. Tschüss. Flugzeug. Oh. Blau. Viel blau. Aber es wird mir leider trotzdem nichts bringen, denn ich werde den wahren Jedi-Ritter jetzt nicht mehr schaffen. Fuck. Hätte ich den jetzt nicht wegfliegen lassen, hätte ich ein Minikit-Teil bekommen. Das sehe ich jetzt erst. War wahrscheinlich auch irgendwie so gedacht, dass man das jetzt erst sieht. Muss ich mir merken. Okay. Was kann ich mit dir noch machen? Ach, euch kann ich wieder so hochfahren lassen, hä? Ja, dann mach mal Quay. Ja. Okay, hier kann ein... Sturmtruppen. Die hießen echt einfach nur Sturmtruppe im Deutschen. Okay, ja. Der hat hier Zugriff, aber ich habe hier leider keinen Zugriff. Das kann man nur mit der dunklen Magie. Hier ist schon wieder ein Minikit-Teil da oben drauf. Das hätte wahrscheinlich diesen Tipp geben sollen, hä? Fuck you. Ja, die Leiste geht hier extrem schnell voll, wie man sieht. Also, man erkennt ziemlich deutlich, dass das Level jetzt nicht so das längste ist, was ja auch zu erwarten ist. Beim Thema Darth Maul, das war ja wirklich nicht die längste Stelle im Film. Hat mich ehrlich gesagt echt erschreckt. Erschrocken, schrecki, schrecki. Also ich dachte mir halt so, what the fuck, als ich gesehen habe, wie kurz diese Stelle war. Also das hat mich richtig abgefuckt, als ich den Film geguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte generell, dass Darth Maul viel, viel wichtiger wäre. Ich kannte ja die Filme, wie gesagt, bis kürzlich nicht. Aber ich kannte halt Darth Maul. Und ich dachte mir halt immer, warum kenne ich den Darth Maul so sehr, wenn der eigentlich nur eine wichtige Sache macht und eigentlich nur zweimal kurz vorkommt eigentlich. So, den Schalter habe ich gedrückt. Das Ding fliegt trotzdem nicht weg. Okay. Was habe ich denn da mit dem Schalter gerade aktiviert? Keine Ahnung. Okay. Los geht's. Okay, das... Hier ist Darth Maul. Oh, er haut ab. Ich gehe unten lang. Haha, scheiß auf dich. Aber nicht auf die blauen Coins. Hui. Oh. Ja, ich werde unten lang gehen. Ist mir egal, was da oben so passiert, ja? Los, Qui-Gon, komm, wir können ihn schlachten. Ich mag das Lied. Oh, hier brauche ich ein Thermonat. Alter, was ist los mit mir? Ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Da brauche ich einen Thermaldetonator. Den es übrigens auch in Star Wars Battlefront gibt. Fand ich irgendwie cool. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ein Thermaldetonator einfach eine Granate ist. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, das wäre vielleicht ein... Ja, keine Ahnung, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ich dachte, das wäre so irgendwie so eine Art Flammenwerfer. So Granatwerfer zumindest. Ja, und nicht einfach nur eine Granate. Oder Raketenwerfer, sowas in der Art. Aber, ja, der Thermaldetonator... Also wenn der hier genauso ist wie in Star Wars Battlefront, in dem Spiel von 2015, dann ist ein Thermaldetonator einfach nur ein kleines Granätchen. Boah, das war knapp, aber das wollte ich nochmal schnell erledigen.
Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, mein Todesurteil. Und damit war es auch das Todesurteil für den wahren Jedi. Weil die Münzen, die ich da jetzt verloren habe, waren essentiell. Und vor allem, ich bin extra runtergeflogen, um ein paar Münzen zu holen und habe durch den Sturz jetzt gerade mehr Münzen verloren, als ich da jetzt gerade geholt habe. Nice. Fuck it. Ich sollte vielleicht nicht so blöd sein. Ich dachte mir gerade, hey, vielleicht kann ich unten einfach abkürzen. Wenn ich dagegen klatsche, dann kann ich doch trotzdem noch meinen zweiten Sprung vom Doppelsprung machen. Da habe ich mich ein wenig getäuscht. Ich würde auch gerne noch da ganz hoch kommen, weil da gibt es nochmal... Oh, endlich! Kurz! Oh. Aber ich glaube, dass ich da nur mit so einem Haken rankomme. Oh ja. Jetzt sieht's gefährlich aus hier. Wer kann hier... C3PO. Kann da was machen. Ja, aber C3PO habe ich jetzt nicht dabei. Hier ein Sturmtruppe. Ja, und da hinten ist ein Minikit, dann fliegt das da dann wahrscheinlich hin, so die Platte. Und auf der anderen Seite genauso. Und wo führt mich das hin? Zu einem lilanen. Oh, ich freue mich schon drauf, irgendwann mein erstes lilanes eingesammelt zu haben. Also freue ich mich wirklich drauf. Weil das ist einfach badass. So, ich kämpfe jetzt mal noch nicht gegen dich. Okay. Geht sowieso nicht. Ich würde mich noch die blauen Dinger da links und rechts einsammeln. Vielleicht schaffe ich den Jedi doch noch. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber hier liegt doch so viel Zeug rum. Einfach so. Oh, nee. Ja, genau. Holt einfach noch eine Armee-Druiden dazu. Scheiße. Ah! Erstmal eine Seite ficken. Der Rest kann warten. Der holt einfach neue. Direkt. Das ist ja unlustig. Boah, sind das viele hier. Piu, piu, piu. Weg mit euch. Oh nein, das Herz hätte ich gebraucht. Okay, erstmal die Coins holen. Ah, nee, ich glaube, das schaffe ich trotzdem nicht mehr. Bam! Danke für das Herzchen. Ich würde gerne die Kamera drehen, aber das geht leider nicht. Herz, jetzt hole ich mir erstmal schnell hier die... Nein! Oh, das geht. Cool. Dann kann ich ja so wirklich einfach aufräumen. Das ist ja cool. Nein! Nein, und die blaue fliegt runter. Okay, das war's definitiv. Was ist denn hier los? Das ist ja ein Massenkrieg. Du stirbst. So, du räumst auf. Ja, einmal aufräumen. Supidupi. Runter, weg. Oh, Alter. Aber das war's leider wirklich mit dem Jedi-Ritter. Wahrer Jedi. Da habe ich jetzt gerade essentielles... What? Er ist einfach runtergerutscht. Ich habe mich nicht mal bewegt. Und natürlich kommen jetzt noch Druidika. Scheiße, und es tut mir leid, dass hier die ganze Zeit diese Mute-Geräusche kommen. Ich muss mich immer kurz für eine Millisekunde muten. Ja, what the fuck? What the fuck? Wie soll ich die denn auf die Entfernung killen? Wenn mein Kumpel Qui-Gon nichts macht. Ja, ich sterbe gleich wieder. Was soll ich denn hier machen gerade? Ich könnte natürlich das Zeug auf die zurückschießen. Ja, okay, das war's definitiv. Mit dem... Danke, hat mich ernsthaft gerade Qui-Gon runtergeschubst? Ich muss das sogar auf die zurückschießen. Jetzt habe ich Qui-Gon runtergeschubst. Läuft hier gerade irgendwie nicht so gut. Hä? Warum schlägst du denn, statt abzuwehren? Danke, dass du mir den Jedi, waren Jedi so verkackt hast. Ich hätte es schaffen können, echt. Und die Platte ist wieder da. Und Darth Maul, hä, startet die ganze Zeit ab. Oh, Mann! So, Entschuldigung für den Ausraster. Ich finde es einfach nur so krass, ja. Ich bin seit, keine Ahnung, einer Stunde wach. Alles ist cool die ganze Zeit. Plötzlich gehe ich aufnehmen und plötzlich macht meine Nase so einen Terror. So wie, vor allem es ist halt... sind gerade die Symptome wie bei Heuschnupfen, die ich halt im Sommer habe. Und ich gucke raus und da liegt ein Meter Schnee. Wovon?
habe ich jetzt diese Heuschnupfen-Allergiesymptome. Ich bin nicht mehr krank. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Jetzt bin ich aber wieder... Jetzt ist wieder alles gut. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt wird Darth Maul fertig gemacht. Ja, aber Kater, du kriegst jetzt nichts zu essen. Was habe ich da jetzt gerade gemacht? Keine Ahnung, aber es bringt viele Münzen. Aber die bringen mir jetzt auch nichts mehr. Ich schaff's mit dem Jedi-Ritter nicht mehr. Waren Jedi. Sorry, wieso denke ich immer, es heißt Jedi-Ritter? Okay, hier nochmal Punkte. Ah. Auch nochmal Punkte. Die nehme ich halt trotzdem mit für, ja, wie immer, habe ich ja schon oft erklärt. Für den Shop. Ich will ja die Charaktere freischalten und so. Und zum letzten Mal. Jetzt ist die Frage, werden wir jetzt auch getrennt oder wurde das irgendwie für das Spiel jetzt so direkt an die Stelle gebracht, bei der sie dann wieder hier zusammen sind? Okay, wir kämpfen zusammen. Oh, hat der viel AP. Ah, hier ist ein Loch in der Mitte, stimmt. Oh, Qui-Gon, du könntest ruhig mitkämpfen. Das wäre eigentlich ganz cool. Sieht gerade von hinten aus wie Darth Vader fast. Ah, so kann man ihm schaden, okay. Weil das seine Abwehr durchdringt. Ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, wie durchdringe ich seine Abwehr? Okay, und jetzt habe ich die Dinger da oben aktiviert. Ich habe keine Ahnung, was es gebracht hat. So kann man sich hier ganz schön durch den Kampf cheaten, wa? Nein, nicht mich angreifen! Ah, es war so klar. Qui-Gon, kannst du ihn nicht mal abhalten davon? Geh mal bitte weg, genau. Hey, ein Minikit. Cool. Sehr freundlich von dir, dass du mir das zeigst, aber... Ah! Oh! Mann, Qui-Gon! Das ist noch ein Minikit. Okay, dann komme ich halt nicht darauf. Ich hab's ja kapiert. Das scheint echt nur mit einem guten Koop-Partner zu gehen, hä? Oder immer Stück für Stück, weil das geht immer nur langsam wieder hoch. Wenn ich Stück für Stück mache, kriege ich zumindest... Jetzt ist es kaputt. GG. Echt. Wow. Hier, friss Fahrrad. Mache ich ihm damit eigentlich Schaden? Ich denke schon, oder? Ah, ist er wieder hier? Ah! Jetzt ist Todis Marsch hier, in dem Gelände. Und das ist leider das Ende von Liam Neeson. Ich habe schon wieder gesagt. Von Qui-Gon Jinn. Und aber auch von Darth Maul. War ein cooler Kampf, muss ich sagen. Hat schön funktioniert als Bosskampf. Wenn jetzt noch mein Real Life gerade ordentlich funktionieren würde, dann wäre alles cool. Okay, wir haben nur einen Minikit-Teil und... Ja, alles ein bisschen verkackt. Das war eine ziemlich verkackte Folge. Aber wir haben damit auch... Die dunkle Bedrohung... Abgeschlossen. Kriegen wir noch eine Endsequenz? Ja. Nur leider ohne Qui.
Ja, ich will jetzt keine Credits. Danke. Ja, 8,9% ist nicht viel, ich weiß, danke, fickt euch. Und damit haben wir Episode 1, die dunkle Bedrohung, abgeschlossen. Aber wir können jetzt... Episode 1 Bonus, doch, wir können tatsächlich jetzt schon rein. Okay, dann gucken wir uns wohl das im nächsten Part an. Hä? Hey, das wollte ich gar nicht bauen. Okay, bauen wir nochmal eben den R2. Für ein paar Coins. Genau, das da wollte ich eigentlich. Moment. Ah! Diese lustigen, wie sind die Paketdruiden oder so? Hi Amidala. A.K.A. Padme. So, jetzt gehen wir nochmal schnell in das Schöppchen. Hier gibt es jetzt bestimmt Darth Maul, ha? Huh? Natürlich, Darth Maul für 60.000. Nicht schlecht. Aber er gehört mir. Das heißt, er läuft ab jetzt auch in der Mos Eisley Kantine rum. Ach, apropos, Moment. Kann ich eigentlich ein Fahrzeug kaufen? Tatsache. The Bulba Spot. Bitte. Haben wir noch The Bulba Spot gekauft. Und ich glaube, dass das hier und da ein Indiana Jones ist. So als kleiner Gag. Das hier könnte so ein roter R2D2 sein und das sieht sehr nach Yoda aus. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Und hier gibt es generell noch einige coole Fahrzeuge hin. Ein paar davon kenne ich, ein paar kenne ich nicht. Das hier hat mich halt ein bisschen verwundert, weil das sah für mich aus wie der von Kylo Ren. Aber wir sind ja noch nicht in das Erwachen der Macht. Und da, ich erinnere mich gerade nicht, wer... Ist Darth Vader auch nur zum... Ich weiß nicht mehr. Na, das werden wir noch rausfinden. Gut. Ist erstmal schön. Und hier als nächstes scheinen wir dann langsam in Richtung... Also das sieht für mich aus wie Jango Fett. Der kam ja auch, glaube ich, in Episode 2 das erste Mal vor. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, kann ich Powerstein 1 hier erwerben inzwischen? Nee. Kann ich noch einen Goldstein kaufen? Ja, ich habe keine 20.000 mehr. Okay, ich habe voll... Ich hab gar kein Geld. Hey! Lass mich hier raus! Ah! Gut! Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und gehen dann scheinbar doch noch nicht in Episode 2. Je nachdem, wie lang der Part ist, sondern gucken uns erstmal das Bonuslevel von Episode 1 an. Okay. Also bis dann. Und auf Wiedersehen.